Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, gute Schule braucht gute Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben bei uns im Land Mecklenburg-Vorpommern eine nicht einfache Situation. In Rostock und Greifswald wurden immer Lehrer ausgebildet. Ich selbst habe in Greifswald studiert. Aber durch das Lehrerpersonalkonzept von Mitte der 90er Jahre bis ungefähr vor 5, 6 Jahren hat uns natürlich für besondere Situationen gestellt und es fehlt, da es nur wenige Einstellungen in dieser Zeit gab, vollständig eine Lehrergeneration an unseren Schulen. Diese Situation entstand, da wir Anfang der 90er Jahre einen dramatischen Geburtenrückgang zu verzeichnen hatten. Das hatte zur Folge, dass weniger Klassen gebildet werden konnten, dass weniger Lehrerinnen und Lehrer gebraucht wurden. Der Rückgang war ungefähr von 20.000 auf rund 11.000. Und wir hatten gestern Abend, war hier eine Buchpräsentation auch zu dieser ganzen Wendegeschichte und auch zur Schule wurde auch kurz was dort noch gesagt. Es wurde auch ein interessantes Buch dort vorgestellt und da wurde hier auch nochmal gesagt, 23.000 Lehrer und eine besondere Situation in der Schule. Das hatte natürlich bei diesem Rückgang der Geburten natürlich dann nicht nur eine Verringerung der Klassenzahlen, sondern auch zahlreiche Schulschließungen zur Folge. Die derzeitige Situation in unserem Bundesland ist gekennzeichnet durch eine leicht erhöhte Geburtenrate, durch einige Schulneubauten in einigen größeren Städten, aber auch durch eine große Ruhestandswelle, die auf uns zurollt. Das heißt, wir brauchen in den nächsten Jahren sehr viele Lehrerinnen und Lehrer. Fast alle Länder, insbesondere die ostdeutschen Länder, haben diese Probleme. Sachsen-Anhalt sucht ungefähr 1.000 Lehrer, Brandenburg ebenfalls 1.000, NRW 2.000. Und Mecklenburg-Vorpommern hat sich eigentlich schon vor einigen Jahren auf den Weg gebracht. Ich will hier nochmal an dieses 50-Millionen-Paket, was ja jetzt schon auf 60 Millionen erhöht wurde, ist, erinnern und auch die einige Maßnahmen nochmal erwähnen. Da ist ein Lehrergesundheitsprogramm, die Anerkennung von DDR-Abschlüssen, Verbeamtung bis zum 40. Lebensjahr. Regionalschullehrer und Lehrerinnen wurden in die E13 eingruppiert. Lehrerinnen und Lehrer von MV gehören zu den Top 4 in der bundesweiten Lehrervergütung. Es gibt eine zusätzliche Gewährung Altersanrechnungsstunden für Lehrkräfte, eine zusätzliche Anrechnungsstunde für Mentoren und ich könnte das so weiter fortführen. Ein Vertretungslehrerprogramm ebenfalls. Das kommt auch noch. Es gibt eine Online-Stellenbörse, die einzigartig ist und von anderen Ländern jetzt kopiert wird. Wir haben eine bundesweite Lehrerwerbekampagne gestartet. Wer jetzt mal aufmerksam jetzt auch zu Pfingsten durch unser Lande gefahren ist, der hat gesehen, dass wir großflächige Plakate dort aufgehangen haben. Es wurde ein deutlicher Ausbau der Referendarplätze bei allen Lehrämtern vorgenommen. Es wurde unter anderem eine Schaffung eines dritten Einstellungstermins für Referendare jetzt vorgestellt. 1. Oktober soll es sein. Es wird sicherlich einige Probleme, organisatorische Probleme an den Schulen geben, aber es ist wichtig für die Lehrergewinnung. Und nicht zuletzt das Seiteneinsteigerkonzept, das andere Länder jetzt entwickeln. Andere Bundesländer haben mit einigen Jahren Verspätung auch reagiert. Und das heißt, dass wir uns Mecklenburg-Vorpommern nicht ausruhen dürfen. Dass wir weitere Schritte gehen müssen, insbesondere in den ländlichen Gebieten, gibt es große Herausforderungen. Und ich möchte auch nochmal mit Erlaubnis der Präsidentin aus dem Koalitionsvertrag zitieren. Dort steht unter Ziffer 214, der Lehrerberuf muss auch im ländlichen Raum attraktiv sein und gesondert gefördert werden. Dazu streben die Koalitionspartner unter Beteiligung der kommunalen Ebene ein Modellprojekt an. In der letzten Woche, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, gab es im ZDF am letzten Dienstag eine Deutschlandstudie, wo lebt es sich am besten? Auch wenn München gewann, gab es eine höchst interessante Befragung. Die Ergebnisse will ich mal hier kurz vorstellen. Laut dieser Studie wollen 44% der Leute auf Dörfern leben, 39% in einer kleineren Stadt und nur 16% in den Großstädten. Die Verfasser dieser Studie sehen das Leben auf dem Land vor einer Renaissance. Grund dafür ist die Digitalisierung, die viele neue Möglichkeiten eröffnet und was auch wichtig ist, und da ist natürlich auch unsere Herausforderung an uns Politiker, wichtig für die Bürgerinnen und Bürger ist vor allen Dingen Sicherheit, Bildung, Gesundheit und Wohlstand. Da kann Mecklenburg-Vorpommern, denke ich, eine ganze Menge bieten. Intakte Natur haben wir, reine Luft, saubere Gewässer, große Wälder, Ruhe, aber auch Kindergärten, gute Schulen und hohe Sicherheit. Ich selbst bin seit 1991 im Aufsichtsrat der Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft. In den 90er Jahren hatten wir zahlreiche Workshops
organisiert und da habe ich natürlich auch daran teilgenommen. Und die Bevölkerungsentwicklung, die Prognosen sahen da sehr düster aus und sind zum Großteil nicht eingetroffen. Der Rückbau erfolgte natürlich in einigen Neubaugebieten, aber bei uns in der Stadt Neustrelitz ist die Innenstadt fast komplett durchsaniert und es sind viele Eigenheimgebiete ausgewiesen worden. Die Einwohnerzahl hat sich stabilisiert und neue Kindergärten oder Kitas wurden aufgebaut oder beziehungsweise neu gebaut. Die Koalition hat sich im Bildungsbereich klare Ziele gesetzt. Eins davon ist Erhalt der ländlichen Schulstandorte. Dafür müssen wir natürlich auch Lehrer für diese Schulstandorte gewinnen. Die Absolventen unserer Uni, das ist leider nur so, die sind meist nur durchs Gymnasium gegangen und kennen nur die größeren Städte. Und das ist natürlich so, um die Uni steht da so ein gewisser Klebeeffekt der fertigen Studenten oder Referendare. Und uns muss es natürlich gelingen, die Vorteile des Landlebens dort darzustellen. Und da muss man natürlich Anreize schaffen. In der Landesregierung gibt es eine interministerielle Arbeitsgruppe ländliche Gestaltungsräume. Dabei soll auch ein Modellprojekt Schule etabliert werden. Es geht dabei um Sanierung von Schule und Entwicklung der digitalen Schule, Entwicklung eines Schulcampus, Kita, Grundschule, gegebenenfalls auch weiterführende Schule, Ganztagsschule mit entsprechenden Freizeitangeboten, Zusammenarbeit mit Vereinen, Feuerwehren oder auch ein gut ausgebauter Schülerverkehr. Aber auch um Anreize für Referendarinnen und Lehrerinnen und Lehrer geht es. Es geht um eine gute Zusammenarbeit mit den Schulträgern, um gegebenenfalls Zuschüsse für Fahrkosten bzw. Mieten, ordentliche Arbeitsbedingungen, attraktive Wohnbedingungen. Umsetzbare Vorschläge soll die IMAG zeitnah entwickeln und uns vorstellen. Es soll ein Modellprojekt entwickelt werden. Dies muss zeitnah evaluiert werden und einzelne Umsetzungsschritte können jederzeit vorgestellt und ausgewertet werden. Zudem sollen die Bewerbungsfristen für das Referendariat und die aktuellen Nachreichfristen für Zeugnis des ersten Staatsexamens so angepasst werden, dass sie eine potenzielle Fachkräfteabwanderung verhindern und Lehrerkräftezuwanderung begünstigen. Da für das Lehramt an Gymnasien bis dato keine Nachreichfrist besteht, soll diese eingeführt werden. Mit dem zusätzlichen dritten Einstellungstermin für Referendarinnen und Referendare am 1. Oktober in diesem Jahr wurde kürzlich bereits ein erster Schritt dafür getan. Nur wenn es uns gelingt, gute Anreize für die Lehramtsabsolventinnen zu schaffen, können wir den Lehrernachwuchs gewinnen. Der Wettbewerb mit anderen Bundesländern wird nicht einfacher werden. Und zu den bereits ergriffenen Maßnahmen wollen wir attraktive Bedingungen im ländlichen Bereich schaffen, um den Lehrernachwuchs zu sichern. Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Ausschuss über die Vorbereitung und die geplante Umsetzung zu berichten. Stimmen Sie unserem Koalitionsantrag zu. Ich danke für die Aufmerksamkeit.